Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es nach sehr langer Zeit endlich mal wieder einen Book Haul. Ich habe drei Bücher gekauft, die ich euch sehr gerne vorstellen möchte, und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das erste Buch ist Spring Storm, Blühender Verrat von Marie Grashoff. An der Academy of Cosmic Powers werden nur Menschen angenommen, die nach einem Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt haben und dort lernen sollen, ihre Macht sinnvoll zu nutzen. Als Cora den Aufnahmetest besteht, geht für sie ein Traum in Erfüllung, denn offiziell hat man bei ihr nie eine Cosmic Power nachweisen können. Doch der Traum wird schnell zum Albtraum. Einige der Studierenden sehen sie als Eindringling, so auch die mutige und selbstbewusste King, die alles verkörpert, was Cora gerne wäre. Sie ist talentiert, schlagfertig, zielstrebig und die mächtigste Studentin an der Academy. Ausgerechnet zu ihr fühlt sich Cora hingezogen. Aber King macht ihr schnell klar, dass sie nichts von Cora hält. Als allerdings ein Krieg zwischen Cosmics und Menschen auszubrechen droht, ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Und Cora und King müssen zusammenarbeiten. Können sie in Anbetracht der Gefahr ihre Rivalität überwinden? Seitdem dieses Buch revealed wurde, das Cover und der Klappentext, ich freue mich so wahnsinnig. Ich finde, dieses Cover ist eines der schönsten, die ich je gesehen habe. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Geschichte und kann es kaum erwarten, loszulegen. Das zweite Buch ist Vega, der Wind in meinen Händen von Marion Perko. Vega hütet ein Geheimnis. Sie kann mit der Kraft ihrer Gedanken Wind und Regen rufen. Mit ihrem Freund Esper arbeitet sie als Wettermacherin und versucht so, die Dürre im Land zu lindern. Als bei einem Einsatz Kinder verletzt werden, verschwindet Esper. Vega wird zur Zielscheibe und taucht unter. Aber wie soll sie ihre Unschuld beweisen, wenn niemand von ihrer Gabe erfahren darf? Während sie immer tiefer in einen Strudel aus widerstreitenden Interessen von Umweltaktivisten und Konzernen gerät, bauen sich gewaltige Unwetter zusammen. Vega begreift, sie muss dem Sturm entgegentreten, um die zu retten, die sie liebt. Dieses Buch habe ich nur durch Zufall entdeckt, und zwar als ich die Neuerscheinungen zu letztem Monat, glaube ich, ja genau, es ist im August erschienen, ja, zusammengesucht habe, und ich finde, das hört sich richtig gut an. Ich mag das Cover, ich liebe Bücher, in denen Elemente eine Rolle spielen, und ja, hört sich toll an, bin sehr gespannt. Und das dritte Buch ist Code X, das Erwachen der Cybertext von Lucinda Flynn. 2097 ist der Dataspace zusammengebrochen, ein Ort unendlich vieler Datenströme, auf den die Menschen nur mit bestimmter Hardware zugreifen können. Der Zusammenbruch hat viele Leben gefordert, doch die Überlebenden haben besondere Fähigkeiten erhalten. Sie können den Dataspace mit ihren Gedanken manipulieren. Jace ist einer von ihnen, ein Cybertech. Doch die Megakonzerne machen Jagd auf die Cybertechs, während eine KI plant, das Massaker zu wiederholen. So beginnt der Kampf gegen das System. Ich finde, es hört sich so gut an und ich möchte es unbedingt lesen. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Und ja, kann es kaum erwarten. Wird bestimmt ganz toll. Das waren die drei Bücher, die ich neu gekauft habe, und freue mich wahnsinnig auf die Geschichten. Ich denke, dass ich Vega zuerst lesen möchte, weil die Schriftgröße ziemlich riesig ist und ich es bestimmt an einem Tag durchsuchen könnte, eventuell. Und von den Geschichten freue ich mich am meisten auf Spring Storm. Und ja, bin so gespannt und freue mich. Und werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ich euch auch ein bisschen Lust auf die Geschichten machen konnte durch den Klappentext. Und ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und ganz viel Spaß. Ciao, ihr Lieben!